Hinterland sind inzwischen Eisenbahngeschütze aufgefahren, um den Angriff auf Reims vorzubereiten. Im Vorfeld liegen die Einschläge der feindlichen Artillerie. Feldgeschütze gehen nach vorn. Das sind die Gefangenen vom Fort Brimont. Dieser starke Eckpfeiler der befestigten Stadt Reims zeigt die vernichtende Wirkung unserer Stukas und unserer schwersten Artillerie. Nach Überwindung des Vorgürtels dringen unsere Soldaten in die Stadt ein. Der Feind verteidigte sich hier bis zum letzten Augenblick. Überall kam es zu Straßenkämpfen. Der deutsche Sturm aber war nicht aufzuhalten. Das ist die berühmte Kathedrale von Reims. Auch sie blieb vor jeder Zerstörung bewahrt. Durch Reims stoßen unsere Panzer schnell weiter vor. Sie bleiben dem zurückweichenden Feind hart auf den Fersen. Vor uns Tagnon. Zwei französische Bataillone hatten sich in diesem Ort verschanzt. Scharfschützen saßen in den Bäumen und auf den Dächern und sperrten mit ihren Salven alle Eingänge. Flak musste heran und jedes einzelne Widerstandsnest ausräuchern, ehe unsere Infanterie in die brennenden Straßen eindringen konnte. Was von den verbissen kämpfenden Gegner übrig blieb, wird in die Gefangenschaft abgeführt. Ein Voraustrupp tastet sich über den Fluchtweg der Franzosen nach Château Thierry vor. Noch soll der Poilu in der Stadt sein. Jedes Haus muss genau untersucht. Jede Straßenkreuzung erst gesichert werden. Unsere Truppen stehen hier unmittelbar vor der Marne, im deutschen Schicksalsfluss von 1914 und 1918. Der deutsche Soldat ist sich bewusst, was diese Stunde für ihn bedeutet. Ein MG sichert den Übergang der Stoßtrupps über den Fluss. Im Feuer feindlicher Maschinengewehrnester wird Floßsack um Floßsack hinübergezogen.
Es gibt kein Zögern und kein Wanken.